Willkommen heute zu einer weiteren Folge von Path of Exile, wieder zur Legacy League, und die zweite Folge wird auch bereits die letzte Folge jetzt der Legacy League sein, in der ich euch einfach auf einen nostalgischen Rückblick mitnehme, was ich in der Legacy League erlebt habe und wie weit ich gekommen bin diesmal. Und wie ihr unten am Counter sehen könnt, es ist nur noch knapp eine Woche hin, dann kommt Path of Exile 3.0, The Fall of Ariad. Da werde ich euch zum Ende hin auch nochmal auf eine kleine Sneak Preview mitnehmen, zumindest einen ganz kurzen Einblick in die 3.0, denn ich habe in dem letzten 2-Wochen-Event, das Tormoil-Event, tatsächlich ein Beta-Key noch gewonnen und werde mit euch ein paar Blicke werfen, was sich denn da so ändert auf den ersten Blick. Und auch die Harbinger League, die neue Challenge League, davon sind heute weitere Details veröffentlicht worden. Auch da würde ich kurz ein bisschen was erzählen. Aber erstmal Abschied nehmen von der Legacy League, die am 1. August enden wird. Und hier seht ihr meinen Hauptcharakter, mit dem ich in der Legacy League bis Level 90 jetzt gespielt habe. Die anderen habe ich bereits gelöscht, also ich hatte auch noch einen zweiten regulären Charakter in der Legacy League, den ich schon gelöscht habe, weil ich mit dem dann auch nicht mehr weitergekommen bin. Und selbst jetzt, wo ich am Ende der League auch hier Level 90 erreicht habe, bin ich trotzdem noch nicht in der Lage, den kompletten Content von Path of Exile zu spielen, aber das gleich mehr, wenn ich euch die Atlas-Map zeige, wie weit ich dort gekommen bin. Ansonsten hier seht ihr, habe ich noch meine beiden Charakter, mit denen ich im Tormoil-Event gespielt habe, einmal im Softcore und einmal im Hardcore. Hier habe ich noch den Versuch, zum Glück bleiben die Charakter ja über das Event noch erhalten, also ich habe nächste Woche noch die Chance, weil ich möchte mit diesen beiden noch versuchen, Schwierigkeitsstufen, also noch zwei Achievements zu erreichen, um Cruel und Merciless im Hardcore-Modus abzuschließen. Keine Ahnung, ob mir das in der einen Woche gelingt, weil es ist schon sehr zeitintensiv und tja, einmal im Hardcore-Modus gestorben und das war's und ich müsste wieder von vorne anfangen. Hier mein Templar, mit dem ich aktuell Fairgrave's Recorner habe, weil ich nämlich versucht habe, noch ein bisschen mit ihm rumzuspielen und eine Angel zu finden, weil ich habe inzwischen festgestellt, dass es mit der Angel tatsächlich nicht nur ein reines Easter Egg gibt, sondern dass es tatsächlich eine Angel gibt und dass man in Path of Exile Fische fangen kann. Aber noch habe ich keine Angel gefunden, also mal sehen. Vielleicht werde ich irgendwann mal eine extra Folge machen, wenn ich mit meiner Angel dann fischen gehe, so ich sie irgendwann gefunden habe. Aber zuerst einmal ab ins Hideout und von dort aus die Änderungen angeschaut. Und hier, also hier ist letztlich mein klassisches Hideout-Set, so wie ich es eigentlich am einfachsten mache. Das helle, sonnendurchströmte grüne Hideout und hier einfach meine ganzen Benches angeordnet. Dieses Mal ist das erste Mal, dass ich sehr viele von meinen Mastern auf 8 bekommen habe. Genauer gesagt, eigentlich die ganzen 6 klassischen, hier habe ich alle auf 8. Nur Sana ist aktuell noch auf Level 7 und auch hier glaube ich nicht, dass ich die jetzt noch auf Level 8 bringen werde. Hier seht ihr noch von der Breach League, da habe ich bis zum zweiten Emblem das geschafft. Hier habe ich inzwischen bis zum dritten Emblem bin ich weitergekommen. Und hier im Detail, wie meine Geschichte sozusagen verlaufen ist. Klar, die League Stones, das war relativ einfach, nachdem dann in Level 30 der dritte Platz hier freigeschaltet wurde, war das überhaupt kein Problem. Ebenso hier Master Mission, Currency, Items einzusetzen und Vendor Recipients, das ist alles so ziemlich klassisch und einfach zu erreichen. Am Anfang wird man halt doch sehr belohnt, die ersten Stufen ziemlich schnell abzuschließen. Dann die Nebenquests letztlich abzuschließen in Normal, auch überhaupt kein Problem. Ebenso, dass wenn man normal durchspielt, hat man automatisch letztlich alle Aktbosse gekillt. Hier war schon das erste, was relativ lange gedauert hat, bis ich tatsächlich in den höheren Leveln dann Voidspan of Abaxoth einmal erwischt habe. Das hat dann schon wieder ein bisschen länger gedauert. Das Crafting war eher so eine Fleißarbeit, weil normal benutze ich das Crafting jetzt nicht so viel. Hier habe ich dann gezielt bestimmte Waffen, die ich gar nicht großartig eingesetzt habe. Zum Beispiel Quiver habe ich ja jetzt gar nicht für diesen Charakter verwendet, weil ich nicht mit Bogen unterwegs war. Das hier ist auch wieder fast automatisch passiert, dass ich die Silbermünzen für Navali letztlich eingesammelt habe. Bei den Schreien, das hat auch eine ganze Weile gedauert. Ich glaube, der Echo-Schrein und der im Penetrable, also ich glaube, das war der Unsterblichkeit, oder dass ich halt keine Verletzungen bekomme. Das waren so die beiden Schreine, die ich irgendwann dann
glücklicherweise gefunden habe. Bei den Mastern, das hat eben auch ganz normal funktioniert, die nach und nach aufzusteigen. Leo konnte ich überhaupt nicht scalen, weil natürlich in der Solo-Self-Found-Mode ist das ganze PvP deaktiviert, sodass ich den Master gar nicht auch überhaupt gar keine Chance hatte, den Master zu leveln. Dass ich jetzt hier trotzdem seine Box habe, liegt vor allen Dingen daran, dass das neue Microtransaction-System da installiert wurde. Weil neben dem Inventory gibt es jetzt einen Kosmetik-Stash. Hier ist es so, dass ich Sachen eben dann zuordnen kann. Also inzwischen ist es eben so, dass ich nicht mehr die einzelnen Skins dann hier auf die einzelnen Items legen muss und die immer hin und her tauschen muss, wenn ich ein neues Item reinnehme, sondern dass ich das eben alles hier im Kosmetik-Item mache. Hier habe ich jetzt die anderen alle im Moment in Benutzung, weil die sind im Moment der Turm-Oil zugeordnet. Die habe ich aber kein Problem. Ich kann die auch direkt hier, hier sieht man, in welchem Charakter es ist, und ich kann das sozusagen sofort abziehen, damit ich es für den Charakter zur Verfügung habe. Aber hier mit den Footprints, die kann ich jetzt einfach aktivieren und sofort werden die hier sozusagen für die Schuhe dann zugeordnet. Und das eine sind eben so die Nebeneffekte, die sozusagen irgendwie da zugeordnet sind, und das andere sind dann der Skin selber. Da könnte ich zum Beispiel den Seraphen dann dort zuordnen. Und ich nehme das mal, dann kann ich das hier abrufen und schon habe ich jetzt meine Seraphenschuhe. Und dann nehme ich jetzt aber auch gleich hier, dann habe ich die Legacy Footprints ebenfalls da. Das gleiche ist für den Waffenskin. Nee, das ist der nicht. Genau, Weapon Effect, weil den Legacy habe ich hier ja auch bekommen. Und dann, dass meine Waffen ebenfalls in dem Outfit strahlen. Da ist es jetzt schon in der, ich glaube, 263. Nach dem dritten Versuch haben sie es jetzt erfolgreich reinpatchen können. Also hier, die Master waren wie gesagt dann kein Problem. Außerdem musste ich ja nur 5 davon statt alle dort hochleveln. Deswegen ist es jetzt nicht so schlimm, dass der PvP-Master nicht verfügbar ist. Dann hier natürlich cool, wieder die 4 Aktbosse erledigen. Auch überhaupt kein Problem, weil wenn man das Spiel ganz normal durchspielt, kommt man da auf jeden Fall vorbei. Bei dem Tournament Spirit war das auch wieder etwas schwieriger, weil 1, 2 haben mir auf jeden Fall ewig gefehlt, bis sie mir mal über den Weg gelaufen sind in irgendwelchen höheren Leveln. Die Huge Exiles waren dafür relativ schnell, aber ich glaube auch hier gab es 3, die erst in höheren Leveln aufgetaucht sind und durchaus recht gefährlich waren. Ich glaube einer von denen hier, die vor allen Dingen die mit diesem Chaos Damage, und der ist ja jetzt nicht immun gegen Chaos Damage, einem ziemlich zu Leibe rücken konnten. Dann die Wahlbosse, das ließ sich ganz gut farmen, nachdem ich nachgeschaut hatte, welche mir hier noch gefehlt haben und in welcher Area die normalerweise auftauchen, ließ sich das schnell vervollständigen. Bei den Strongbossen war ich wieder auf diesen blöden Zufall angewiesen. Und ich hatte ursprünglich angenommen, als das mit den Karten eingeführt worden, dass die Diviner Strongbox die Kartographer eigentlich ersetzt hat. Und ja, zu meiner Überraschung gab es dann tatsächlich noch, wenn auch sehr viel seltener aus meinem Eindruck heraus, doch eine eben diese Strongboxen, die eben letztlich Map-Items droppen. Und eben die letzten beiden waren tatsächlich Diviners und Kartographers, bis ich die gefunden habe. Und die anderen waren, glaube ich, sehr viel früher, dass ich die vervollständigen konnte. So, bei den Essenzen, da ist es so, da muss ich euch kurz noch in meinen Stash mitnehmen, weil ich hatte zwar soweit rausgefunden, dass diese, also das handelt sich im Endeffekt eigentlich um diese 4 Essenzen. Wie ihr seht, habe ich keine einzige, sonst wäre ja auch dieses Achievement, diese Challenge vervollständigt worden. Dass die nur verfügbar sind, wenn ich ein bestehendes Essenzmonster mit dieser Corruption korrumpiere letztlich, und dann entsteht erst eins von diesen. Die Chancen dafür sind natürlich auch wieder recht gering, und was ich nicht genau herausgefunden habe, ist, ab welchem Level es überhaupt möglich ist. Weil ihr seht, in den normalen Essenzen, das sind jetzt wirklich alles nur eingesammelte Essenzen, das sind keine, die ich irgendwie selber durch Kombination von 3 Essenzen auf die nächste Stufe konstruiert habe, habe ich von der letzten Stufe noch gar keine gefunden. Also keine Ahnung, ab welchem Monsterlevel die tatsächlich droppen. Und entsprechend war auch meine Versuche, dort Monster zu korrumpieren und diese Essenz zu erzeugen, ja, nicht von Erfolg gekrönt. Daher, keine Ahnung, ab welchem Level die wirklich gedroppt wären. Auf jeden Fall ist das nicht möglich gewesen. Und hier, ich weiß nicht, ob ich einfach unglaubliches Pech gehabt habe, dass mir diese Raging Mask einfach nie über den Weg gelaufen ist.
Und ich habe wirklich viele, viele Stunden in der League verbracht. Ich hatte auch viel Spaß dabei, aber an manchen Stellen war es doch ziemlich frustrierend. Und so ein Grinding ist dann nicht sehr motivierend, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, auch nicht weiterzukommen. Auch hier seht ihr, ich bin gerade wieder knapp nur über 90%. Das heißt, ich bin dann doch wieder oft genug gestorben. Und hier eine 100, also wirklich bis zum nächsten Level wieder aufzusteigen, ist einfach unglaublich schwierig gewesen. Zumindest wenn ich eben nicht immer nur einfaches Grinding machen wollte, wo ich sicher bin, sondern eben doch ein paar Herausforderungen suchen, dann sind die Herausforderungen halt doch schnell mal ja, überwältigend und mein Charakter ist mal wieder einen schnellen Todes gestorben. So, die Nemesis, das hat auch relativ gut funktioniert, also die meisten habe ich schnell gefunden oder sie konnten sich schnell einfach erledigen. Klar, ein paar Inner Treasure ist halt relativ selten gewesen, deswegen Corrupting Blood, das war öfter. Aber ich glaube, Inner Treasure war so eins der letzten, die ich mit erwischt habe. Bei den Parandoschets das Gleiche. Eine, ich weiß nicht, ob das die Horde war oder Katalog, die ich als letzte bisher gefunden habe, aber trotzdem für die anderen beiden, ja, entweder Pech oder ich brauche deutlich höhere Level, weil ich habe ja auch die Atlas-Maps noch nicht alle komplett erkundet, in denen diese vielleicht häufiger erschienen wären. Auf jeden Fall kein Glück gehabt, die zu vervollständigen. Dann hier die Encounter. Die ersten haben sich relativ schnell einfach kombinieren lassen, einfach ein bisschen geschickt natürlich die Legacy-Bausteine zusammennehmen und dann schauen, dass man den Rouge Exile zum Beispiel dahin bringt, wo man gerade das Talisman-Monster gekillt hat, damit er das Ding wieder aufnimmt und so weiter. Also das ließ sich relativ gezielt noch machen und war auch nicht sehr schwierig. Gut, das ist einfach mit dem Progress mit den Master-Missionen auch recht einfach gewesen. Und Merciless habe ich natürlich auch durchgespielt. Irgendwann habe ich dann Akt 4 auch abgeschlossen, nachdem ich ein bisschen meine Charakter weiter hochgelevelt habe, schon in den Maps. Das hat geklappt. Und das erste Mal ist es das erste Mal tatsächlich, dass ich mit einem Charakter Level 90 erreicht habe. Und damit nicht nur hier die Challenge abgeschlossen habe, sondern auch eines der 5 Achievements, beziehungsweise 6 Achievements, die ich in dieser League vervollständigt habe. Und das war eben dann das Dismishing Returns, eben Reach Level 90 als Non-Character. Die anderen hier, keine Ahnung, ob ich je einen Hardcore-Character haben werde, der Level 90 erreicht. Allerdings möchte ich eben noch versuchen, was ich schon gesagt habe, diese beiden Achievements, weil mit den nächsten Updates werden diese Schwierigkeitsstufen Cool und Merciless nicht mehr verfügbar sein. Mal gucken, ob mir das in der Woche gelingt und wie viel Zeit es tatsächlich braucht. Aber wahrscheinlich, wenn ich mit dem Hardcore-Charakter einmal draufgegangen bin, dann werde ich es wahrscheinlich nicht nochmal von vorne probieren. Aber mal schauen. Ja, also hier Level 20 mit einem Gem habe ich auch wieder an der Stelle geschafft. Das war jetzt nicht das erste Mal. Das heißt, das Achievement für ein Gem Level 20 hatte ich schon mal auch abgeschlossen. So, die Talisman-Bosse. Sehr, sehr anstrengend, weil zumindest die hier sind eigentlich erst gekommen, wenn ich Level 2 Talismane eben kombiniert habe. Und für den Drop von Level 3 sind die dann aufgetaucht. Und so viele hatte ich davon bisher nicht und diese 3 haben mir auf jeden Fall noch gefehlt. Keine Ahnung, ob Ringwald erst kommt, wenn man tatsächlich einen Level 3 Talisman versucht, weil ich glaube, es gibt eben noch diese 4. Stufe, wo nochmal Talismane mit besonderen Eigenschaften getroppt werden. Ja, auf jeden Fall, das habe ich auch nicht mehr vervollständigen können und werde da auch nicht mehr so viel machen. Das hier war ziemlich anstrengend, weil ich zum einen ziemlich blockiert war lange Zeit. Ich glaube, inzwischen habe ich jetzt ein Chevron-Item tatsächlich gefunden und ich könnte diesen abschließen. Aber genau dieses Asian Rivalis konnte ich eben ewig, also wie ihr seht, habe ich es jetzt auch immer noch nicht abgeschlossen, weil das wäre zumindest eine von diesen Stufen gewesen. Aber irgendwann ist es mir gelungen, mehrere von denen abzuschließen und inzwischen sogar eine mehr, als es eigentlich notwendig ist, um das zu vervollständigen. So, die Accession. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur unglaublich Pech hatte mit den Drops. Weil ihr seht, ich habe hier schon etliche eingesammelt. Theoretisch ist es ja eigentlich nur eine Chance von 1 zu 6, weil es gibt nur 6 verschiedene. Und trotzdem habe ich diesen letzten, also der letzte, der mir eben die Möglichkeit gegeben hätte, das Endgame beginnen zu können, das Endgame-Labyrinth mal anzuschauen, habe ich immer noch nicht gefunden. Ich habe immer nur die Wiederholung von den anderen Voraussetzungen gehabt und deswegen durfte ich das Endgame-Labyrinth nicht besuchen. Und keine Ahnung, ob es mir gelungen wäre, das so ohne weiteres abzuschließen. Also auf jeden Fall eben hier dann eben auch wieder nicht das geklappt, den im Endeffekt den richtigen Content zu erwischen, dass ich letztlich die letzte Herausforderung abschließen konnte, um das Endgame-Labyrinth betreten zu dürfen. So, dann die Beyond Demons. Das hat auch Anstrengung ohne Ende. Also bis ich hier den Abaxot mal erwischt habe,
es hat Stunden gedauert. Also beziehungsweise ich habe das Gefühl, ich habe hunderte von diesen erledigt, bis endlich mal so ein Kerl aufgetaucht ist. Aber auch das hat dann endlich geklappt. Umso größer meine Freude natürlich, dieses Challenge Achievement dann abzuschließen. Die Zweier Encounter waren schon ein bisschen mehr zu machen, aber auch das war noch überschaubar. Interessant ist natürlich so ein Invasion Boss mit Tournament Spirit und Onslaught on, aber es war einfach mit ein bisschen Planung und den Legacy Items war das natürlich ganz gut zusammenzusetzen. Hier seht ihr, wie weit ich gekommen bin. Also während ich in der letzten Stieg irgendwo bei Level Tier 5 bis 6 stecken geblieben bin, weil mein Charakter da einfach nicht mehr in der Lage war, wirklich die Maps ausreichend, die Map-Bosse zu erledigen, ohne dass er schnell drauf geht, bin ich jetzt tatsächlich teilweise bis Tier 11 gekommen. Aber ihr seht, bis zum Sharper, bis Tier 15, das dauert noch. Da bin ich noch nicht angekommen. Dafür habe ich den ja eben mit bis Tier 10 soweit abgeschlossen mit dem Grinding. Hier mit den Warbandliedern auch keine Ahnung, ab wann die auftauchen, ob das einfach dann nur seltene sind, ob das mit den Leveln noch zu tun hat, dass ich noch zu weit unten in den Maps bin, damit diese Warbandlieder einfach nicht oft genug auftauchen, um die zu vervollständigen. Weil auch von den Banden habe ich, also das sind die Leak-Songs, die ich fast immer verwendet habe, sobald ich einen hatte, aber auch nicht vervollständigt. Die Twin-Maps habe ich auch bis Tier 10 erfolgreich abgeschlossen. Genauso, weil das hier war das Problem, ich musste eine normale Map letztlich korrumpieren, deswegen bin ich hier sogar auch eben bis 11 gekommen und habe es dann geschafft, das Ding zu überleben. Also Herausforderung auf jeden Fall, und das macht ja auch das Spannende bei Path of Exile immer noch aus, dass es diese Herausforderung immer noch hat und dass ich noch längst nicht mit allem Content wirklich durch bin. Dann auch Unique Maps habe ich immerhin 8 von 12 schon mal bekommen und auch abschließen können. Harland Grandmasters habe ich gespielt und bin ja, in so den letzten 1-2 Stufen, wo also die Gegner schon über Level 90 sind, auf jeden Fall dann doch gescheitert. Und ich glaube, Death in Texas war das, was irgendwie so einen 5-Minuten Zeitblock hat. Das heißt, wo ich so schnell durch muss, dass ich innerhalb von 5 Minuten mehrere Ebenen abschließe, bevor dann ich irgendwie Instant-Kill bekomme. Das habe ich nicht ausprobiert. Ich bin innerhalb der letzten 5 Sekunden irgendwie aus diesem Ding rausgesprungen. Und ja, da sind es dann wieder so die Sachen, wo ich mir denke, eine nette Folge dazwischen wäre doch auch ganz lustig gewesen. Auch hier, das ist ein ziemlicher Grind gewesen. Immerhin 284 Maps habe ich tatsächlich oberhalb von T6 mit 3 Leakstones geschafft abzuschließen, aber eben so viel Zeit 1000 zu machen, dazu habe ich einfach viel zu langsam letztlich gespielt, um da so push, push, push irgendwie zig Maps durchzugehen und irgendwie, ja, da habe ich noch keinen Spielblock geschafft, das wirklich zu, ja, mich dazu durchzuringen. The Luring Abyss, da bin ich auch noch, ich glaube, den habe ich noch gar nicht angespielt. Ich habe erstmal nur über Aziri versucht mal zu schaffen und auch da bin ich noch nicht durch und entsprechend, da ich die Map noch nicht vervollständigt habe, natürlich auch der Sharper. Ich habe ihn noch nicht geschafft, einmal zu besuchen, auch wenn ich weiß inzwischen, auch wenn ich jetzt einen kleinen Spoiler reinlege, er hat mit Zana zu tun, aber mehr verrate ich jetzt erstmal noch nicht. Und ich überlege noch, dass ich mit der 3.0 anfange, ein paar Videos zu machen, wo ich jetzt nicht selber direkt kommentiere, sondern es eigentlich nur geht, das Lore von Path of Exile mal ein bisschen zu heben. Weil zum einen wird die Geschichte mit der 3.0 natürlich noch deutlich fortgesetzt. Und ich finde es einfach mal spannend, so diese verschiedenen Stränge, zum einen inwieweit die Charakter selber, die wir selber spielen, eine bestimmte Geschichte haben, die sich durch das Spiel zieht und wie sie so mit den einzelnen Figuren interagieren, mit den individuellen Geschichten, weil inzwischen gab es ja doch einige Gespräche, wenn er zum Beispiel mit Piety spricht und den Leuten begegnet oder wie von verschiedenen Bossen, die man dann killt, die Kommentare, die dann hinterlassen werden. Da gibt es schon einige Unterschiede zwischen den Charakteren und es macht sie auch ein bisschen individueller, weswegen ich da ganz gerne für jeden Charakter so ein eigenes Lore-Video haben möchte, aber natürlich auch für die Master, die eigentlich viel zu erzählen haben und natürlich auch insgesamt, was im Spiel so an Lore versteckt ist. Aber mal sehen, das wird recht aufwendig werden und ich habe mich noch nicht komplett entschieden, ob ich das tatsächlich so in der Form angehe. Und wie ihr seht, die Endgame-Grinds, da bin ich überhaupt nicht weiter eingestiegen. Die Guardians, da bin ich noch nicht angekommen.
eben Aziri Queen, da habe ich eben überhaupt schon immer noch dran versucht, ob ich mal eine von ihr überhaupt in der Lage bin, so zu clearen. Aber auch da bin ich noch nicht so einfach durch. Und Ringwald fehlt mir sowieso. Obwohl ich schon viele, viele Stunden spiele, bin ich im Endgame noch nicht wirklich angekommen. Das heißt, hier meine Übersicht für die Atlas of Worlds Map, wie weit ich gekommen bin, wo ihr sehen könnt, hier so die Tier 11 Maps, tatsächlich eine korrupte Version, die ich eben tatsächlich dann abgeschlossen habe. Also normal alle Maps, die ich gespielt habe, habe ich auch sozusagen mit dem Bonus Objective abgeschlossen. Aber hier fehlt eben noch eine ganze Reihe, eben jetzt von Tier 11 bis Tier 15. Ja, meine ganzen Karten, die habe ich größtenteils nicht eingetauscht. Vor allem auch hier die Fullstacks, die Essences. Hier seht ihr meine League Stones, wie gesagt, die Essence League Stones, die Paranus Chests, die Warband League Stones und die Talismane, die habe ich normal immer so schnell wie möglich verwendet. Ebenfalls die Invasion Leaks, also deswegen sind die auch entsprechend leer. Die anderen habe ich dann meistens umgewechselt. Dann hier einfach nur die Ansammlung, das sind nämlich die vorbereiteten Talismane, die dann die nächste Stufe ermöglichen sollen. Und hier sind noch die weniger als Maximum Talismane, die ich halt im Laufe des Lauflevels eben gesammelt habe. Und ansonsten hier meine Map-Sammlung, eben Tier 1, Tier 7, 8 bis 10 und hier dann die restlichen Tier 11, also ab dann, wenn es rot wird. Deswegen also für mich der Erfolg auf jeden Fall in der letzten Challenge League habe ich eigentlich nur bis zum Weißen geschafft, an dem Gelben hatte ich schon ziemliche Schwierigkeiten. Mit dem jetzigen Charakter bin ich auf jeden Fall gut bis in den gelben Bereich gekommen und habe die meisten Maps auch ganz gut spielen können. Ich habe tatsächlich geschafft, so ziemlich meine gesamten Stashes, die ich so allgemein zur Verfügung habe, inzwischen mit einem Haufen Unix voll zu sammeln. Einiges habe ich jetzt schon inzwischen aussortiert und im Endeffekt nur jeden einzelnen behalten. Was ich jetzt erst so richtig zur Kenntnis genommen habe, dass dieses Sammeln der Gems eigentlich überhaupt nicht mehr notwendig ist. Das war auch jetzt die letzte League, in der ich dieses Sammeln gemacht habe, weil eben tatsächlich alle über den Akt 3 in der Library inzwischen fast alle bis auf einige wenige Spezial-Gems zur Verfügung stehen. Das heißt, das Einsammeln dieser Gems ist eigentlich gar nicht mehr notwendig. Das Besondere sind natürlich noch die Wahl-Items. Auch hier habe ich inzwischen einige Ebers-Keys eben über den Abschluss von Prophecies eingesammelt, womit ich jetzt auch noch nichts weiter groß angefangen habe. Und das Mortal Grief, wobei ich glaube, die habe ich gekauft von dem Perandus-Typen gegen eben Perandus-Münzen. Und ja, deswegen, also Queen Aziri habe ich versucht, ein paar Mal schon, zwei, drei Mal habe ich versucht, ob ich stark genug bin und ob mein Charakter dazu in der Lage ist, sie zu killen. Aber irgendwie habe ich noch keinen, also hat er das noch nicht geschafft. Soweit letztlich der Abschied eben von meinem Hauptcharakter aus der Legacy League. Ach so, apropos, die Legacy League. Das hier ist das einzige Legacy-Item, das ich gefunden habe. Ein Bogen, der mir natürlich überhaupt nichts genutzt hat. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie was eingestellt hatte im Filter oder so weiter, dass es nicht aufgetaucht ist, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich die normalen League Stones Drops irgendwie bekommen habe und den anderen hätte übersehen sollen. Es ist echt frustrierend gewesen, wie ewig es gedauert hat, ein so ein Ding zu finden. Ich weiß nicht, wie selten die waren oder wie gesagt, ob ich einfach nur Pech habe und irgendwie die Items nicht wirklich so droppen wie bei anderen. Keine Ahnung, woran, also wie hoch die Wahrscheinlichkeiten tatsächlich sind und ob ich unterdurchschnittliche Wahrscheinlichkeiten hatte. Keine Ahnung, vielleicht, wenn ihr selber gespielt habt, könnt ihr sagen, wie viele Stunden ihr gebraucht habt, bis tatsächlich mal ein so ein Legacy League Stone für die Treasure Chests, also da, wo ihr tatsächlich diese speziellen Items bekommen konntet, gefunden habt. Ja, also soweit eben der Rückblick und meine Abenteuer, zumindest im Nachgang zur Legacy League und der Abschied von meinem treuen Gefährten, der mich sozusagen über Stunden und Wochen begleitet hat. So diese Verbindung auch eigentlich immer wieder zahner, die ja die Story irgendwo vorantreibt, weil ich habe ja von ihr immer noch den Auftrag und ich habe einige Memory-Fragmente inzwischen gelesen und so Inhalte erfahren und es ist unglaublich spannend, so Schritt für Schritt in diese Story einzutauchen. Auch wenn es dann irgendwie so langsam weitergeht, weil eben so wenig passiert, beziehungsweise ich halt von der Fähigkeiten mit dem Charakter nicht so schnell weiterkomme. Also soweit ja, der Abschied von meinem Hierophanten, dem Templer, den ich für die Legacy League gespielt habe.
Hier noch ein paar Daten von ihm. Ich habe halt ja, mit Totem gespielt, habe bis zu 3 Totems oft gleichzeitig nutzen können und parallel mit dem Magma Orb, weswegen ich dann hier eben nicht mehr dieses Ankristall Bound benutzt habe, weil es mir einfach zu langweilig wäre, nur mit Totem zu spielen, ohne im Endeffekt selber Schaden austeilen zu dürfen. Weil ich will irgendwo doch einen aktiven spielen, aber ein bisschen mich im Hintergrund halten und mal sehen, wie das in Zukunft weitergeht, welche Konstellationen für mich passen, damit ich tatsächlich auch mal das Endgame weiter bis zum Sharper erreiche. Und ja, also für dieses Mal, das hier ist mir leider dann noch nicht gelungen, da ich eben, wie gesagt, nicht in die 4. Stufe dieses Labyrinths einsteigen konnte, weil mir da der letzte Zugang noch fehlt. Und hier zumindest auch den Orbstone bzw. das Juwel hatte, um eben das Magma Orb zu verbessern und da auch nochmal eben einen unglaublichen Damage Boost insgesamt, also 28.000 Damage, wenn ich nur in der Lage bin, knapp 4.000 Schaden einzustecken auf einmal. Und ebenso die Totems mit 12.000, auch wenn es natürlich dann jedes Mal weniger wird, weil ich habe ja hier so einen Malus drin. Das, mal gucken, wo war das hier? Genau, ich kann zwar 2 weitere Totems haben, dafür sind es aber 8% Abzug pro Totem, das da ist. Aber trotzdem hat sich das noch soweit eben immer wieder gelohnt, dass ich dann die Monster ins Kreuzfeuer von mehreren Totems stellen konnte. Jetzt gilt es, Abschied zu nehmen, nicht nur eben von der Legacy League, sondern auch von der ja, Path of Exile, wie wir es bisher kennen. Und zwar dafür noch einen kurzen Blick, um auch gleich einen Vergleich zu haben, wie auch die Charaktererstellung sich etwas ändert, zumindest der Einstieg in die einzelnen Charakter. Attention prisoners! For your crimes against our Earth, you have been exiled to the forsaken continent of Rayclast. The Magisters of our Earth are merciful and have granted all exiles one weapon. Choose wisely. Our Earth has bestowed a gift upon you, a chance to redeem your crimes. A new life. Do not squander it. The youngest daughter of a respected family. Dresses, dancers, suitors. A fortunate life for one fortunately born. My life, had I not been different? Had I not thought more clearly, learned more quickly, dreamed more deeply and darkly than any child should? There seems to be no limit to what I can do. No walls containing my talents. To my parents, I was a raw nugget to be battered and molded into a prize for admiration, for envy, for sale. That life died on a wedding bed in Theopolis. Today, Rayclast offers me a new life, written not by birth, nor family, nor society. This life will be written to answer but one question. Who am I? Hier nun die Preview auf das, was uns mit Fall of Oriad erwartet und wie weit sich die ja, allein schon der Anfang des Spiels auf jeden Fall ändert, weil allzu weit werde ich letztlich mit euch jetzt nicht einsteigen. Aber hier erstelle ich jetzt mit euch zusammen meinen ersten Charakter in der Beta, um dort noch ein bisschen rumzuschnuppern die eine Woche und mich schon mal vorzubereiten, was sich denn tatsächlich alles ändert. Also, auf geht's! By the divine authority of the Templar. You are hereby exiled to the forsaken shores of Rayclast. You have transgressed against God and consorted with sin. Find your redemption, exile, or die in the attempt. A scion of perfection in mind, body, and grace. The crowning glory of our civilization, offering us hope, offering us light. But you gave us only murder and darkness. May Rayclast embrace you as we cannot, for your very presence has become too painful to bear. Ihr seht, dass sich hier unten schon einiges eben im Layout geändert hat, alles in diese Richtung eben
Ja, das Fall of Oriad. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier schon das neue Wasser ist, was auf jeden Fall auch überarbeitet wurde. Worauf ich mich besonders freue, ist die neue Karte, die deutlich detaillierter und deutlich genauer anzeigt, was ich schon erkundet habe, wo es letztlich noch Bereiche gibt, die unerkundet sind. So, die Sachen sind ausgerüstet. Aber wahrscheinlich werden die erst wirksam, wenn ich tatsächlich Ausrüstung habe. So, dann mal sehen, was bei dem Tutorial ist, weil da sollte sich auch einiges verbessert haben, was dort so zu lesen ist. Was noch neu ist, ist eine Target Frame Rate. Das heißt, das soll dabei helfen, letztlich die FPS noch besser anzupassen. Und ich will mal versuchen, das ein bisschen runterzusetzen, weil ich mache ja sowieso bloß die Aufzeichnung mit 30. Und inwieweit es dann auch letztlich die Hardware weiter entlastet. Und das werde ich mir dann selber noch weiter ausprobieren, inwieweit, also bis zu welcher FPS-Zahl ich tatsächlich gut spielen kann und mit welchen Optionen ich dann eine gute Darstellung erreiche. Und ansonsten, inzwischen ist es auch so, also es war vorher mit meiner Aufzeichnungssoftware, zumindest in der alten Software, da habe ich das nicht probiert, dass ich die Direct 11 letztlich nicht verwenden konnte, weil dann die Aufzeichnung nicht geklappt hat. Hier bei dem neuen scheint es jetzt auf jeden Fall zu funktionieren. Es kann aber auch mit dem Patch in der Aufzeichnungssoftware zu tun haben. Das habe ich, wie gesagt, noch nicht weiter ausprobiert. Aber da kann ich jetzt zwei verschiedene Transparenzen einstellen. Einmal die Map selber. Und einmal die Umgebungselemente, die dort eingezeichnet sind. So, also dann mal Start in ein bisschen. Why not just execute us and be done with it, Dominus? Okay. Das ist ein neuer Hinweis, der nicht eigentlich zu dem Dying Exile, weil mich hat schon gewundert, warum der nicht vertont ist, aber klar. Ich soll natürlich erstmal meine Waffe finden, damit ich mich nachher gleich verteidigen kann. Genau, und hier oben sieht man jetzt schön, wie hier sehr fließend dieser blaue Balken weitergeht, zu wissen, ah okay, ich habe alles in dem Bereich erkundet und mir ist nichts entgangen. Vor allem in der Hinsicht, weil ich selber normalerweise eben eher so jemand bin, der die Areas möglichst komplett erkunden möchte und deswegen es ziemlich wichtig ist, da eine gute Übersicht zu haben. So, wenn ich das Ding jetzt anziehe, sollte auch als erstes der Skin in Erscheinung treten, statt im Endeffekt die Plate Vest. Genau, das heißt, ich habe jetzt meinen Armor tatsächlich dargestellt, während er vorher nicht aktiv ist, solange ich natürlich die Ausrüstung nicht trage. Ja genau, jetzt sind natürlich meine Keys hier noch nicht umgestellt. Deswegen, also ich finde es schon super genial, da jetzt eine vernünftige Minimap zu haben. So, sonst hat sich hier jetzt natürlich noch nicht wirklich inhaltlich was geändert. Das kommt erst bei den
hören. New Help Page unlocked Waypoints. Das heißt, es gibt sogar ein ganzes Help Point Panel. Das ist ja cool. Also da bin ich auch sehr gespannt, was da alles dann drin sein wird, was alles nochmal ein bisschen genauer erklärt ist, und mal sehen, ob es für mich tatsächlich noch die eine oder andere Information geht, die ich in dem Umfang noch nicht verstanden habe. Weswegen ich mich mit anderen manchen Stellen eben im Endgame dann doch schwer tue. Aber auf jeden Fall hoffe ich natürlich, dass es dem einen oder anderen einfach auch dabei hilft, überhaupt in Path of Exile einzusteigen, weil es doch für Anfänger an manchen Stellen ein bisschen sperrig sein kann. So, da die letzten Kanten, gut. Eine Large Chest, die sogar hervorgehoben ist. Ah, sogar gleich die Erklärung für Support Games. Habe ich natürlich gleich Glück gehabt, beziehungsweise haben sie gut gestellt, dass ich hier das passende Item habe. Das ist, glaube ich, einer von den neuen, also auch von den neuen Games, die da dazugekommen sind. Und hier ist anscheinend angezeigt gewesen, auf welchen Items die aktuell laufen, also auf welchen Klicks die zugeordnet sind. Das ist, glaube ich, auch neu. Ich weiß nicht, ob die Ausrüstung jetzt in diesem Twilight Strand so verteilt wird, dass ich tatsächlich sozusagen eine Basisausrüstung zusammenbekomme. Das heißt, dass die Drops jetzt ziemlich stark gelenkt werden. Hier sehe ich jetzt schon, das ist aus meiner Sicht eben neu, dass so früh auf der Karte die verschiedenen Ausgänge erscheinen, dass man die schon in der Entfernung einfach erkennen kann. Und sogar hier angezeigt werden. Ja, da ist gerade der Hilfedeckel aufgetaucht. Jawohl. Und meine Skin on Mana. Natürlich, der Baum sollte sich auch schon geändert haben. Ich weiß noch nicht, in welchem Umfang und wie viel. Weil Wahlpack soll sich auch was für das Life Leech und Energy Shield. 50% weniger Energy Shield Recharge. Also da gibt es auch einige Änderungen, von denen ich sehr gespannt bin, ob sie mir eher helfen oder tatsächlich mich weiter irgendwo mir es schwer machen, im Endgame zu bestehen. Mal sehen, was sich da tatsächlich alles austauschen wird. So, normalerweise werde ich hier auch weiterhin auf Spell Damage gehen, das heißt einmal hier und einmal dort. Aber ich mache erstmal ein bisschen mehr Damage, weil es ist ja sowieso ein Software-Charakter, der kann ruhig ein bisschen mehr austeilen. Es ist nicht so schlimm, wenn der mal stirbt. So, Rustic Dash. Genau, use the Scroll. So, blau. So, und hier jetzt schon die ersten für Schild. Ja, das haben sie auch nochmal geändert. Das sieht auch noch smoothier aus. Also soweit der erste Blick auf Twilight Strand und das, was uns dann gemeinsam erwartet. Also noch knapp eine Woche, 7 Tage, bis die 3.0 released wird und wir dann viele, viele neue Akte bekommen. Also bis Akt 10 soll es ja dann gehen. In der Beta sind, glaube ich, jetzt bis Akt 8 sind die Sachen aktuell drin. Wahrscheinlich werde ich das nicht komplett so weit spielen. Ich werde mich dann einfach überraschen lassen und mal schauen, was sich tatsächlich in den einzelnen Stationen dann geändert hat und wie sich einfach das Spielgefühl in irgendeiner Form ändert. Missy of Nash. You have transgressed against your god and your fellow man. You have been a willing vessel for the following sins. Pecuniary lust,
operating a house of ill repute without a license. God has charged me with your redemption. You are hereby exiled to Reyklast, where it is hoped you shall come to repent your sins and make your peace with your beloved father. Die sind jetzt anscheinend auch vertont. Also keine Ahnung, wie viele Letter man da jetzt sich anhören kann. Auf jeden Fall, da ist wieder der Ausgang und mit Torglight soll ich ja jetzt dann sprechen. Ich denke jetzt nicht, dass sich hier jetzt so viel verändert hat. Oh, hier gibt es jetzt einige neue. Also Skill Games, Basics, Erläuterungen, Passive Skill Tree, Stash, Weapons, Glossary. Ja, das ist auf jeden Fall einiges, was dann zumindest mal so die wichtigsten Punkte, denke ich, enthält, um für Neulinge auch ein bisschen schneller zuzuordnen, was jetzt was ist. Warbens, eine der alten Challenge Leagues. Ist die Legacy hier auch drin? Legacy, ja. Also beziehungsweise zumindest ja, sowohl die Legacy Challenge League als auch ja, die alten Items. Customer Support. Okay, also das sind eben einfache Hilfen, Unterstützen, die vorher nicht in der Form existiert haben oder nicht vorher verfügbar waren. Ja, also soweit ein erster kurzer Blick zu Paths of Exile 3.0. Und ich bin schon sehr gespannt, ab nächste Woche dann das regulär spielen zu können, wenn alle Akte letztlich zur Verfügung stehen und die verschiedenen Schwierigkeitsstufen wegfallen. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß auf jeden Fall dann mit der neuen Harbringer League, weil da vielleicht noch ein, zwei Worte dazu. Also die Harbringer League ist halt, wie sie eben, wieder eine der neuen Leagues und mit neuen Feinden, die wieder eine neue Mechanik haben. Das heißt, da werden, also die Harbringer kommandieren irgendwelche Enemies, rufen irgendwelche Feinde herbei und können nur indirekt getötet werden. Und das Spannende ist, dass dort neue Currency-Items eingeführt werden. Also hier haben sie ja zumindest schon mal Platz geschaffen, dass hier mehr Sachen untergebracht werden können. Da soll es nämlich neue Items geben, wo im Moment nur die Shards vorgestellt werden. Also die Items, was ja schon hier sichtbar ist oder bekannt ist, hier, es gab für die verschiedenen Orbs, gab es hier verschiedene Fragmente, die gesammelt werden konnten. Also für die Item-Scrolls und für die anderen drei Elemente. Für andere gab es bisher das nicht in der Form. Und mit der Harbringer League werden da auf jeden Fall mehr eingeführt. Das heißt, was ich hier habe, ist Chaos Shard, dann Regel für Regel Orbs, Exalted, Mirror Shard, mal gucken, das scheint eher ein neues, also beziehungsweise Kalandra habe ich, glaube ich, noch nie gefunden. Das heißt, dafür kann man Shards finden. Dann Orb of Annulment, das heißt, Annulment scheint ein neuer Orb zu sein, den man dann zusammensetzen kann, eben auch über Shards und wahrscheinlich auch komplett finden kann. Engineer's Orb, keine Ahnung, was dort sozusagen verwendet werden kann oder wofür der verwendet werden kann. Orb of Binding, das gleiche. Dann ein Ancient Orb. Und der Harbringer Orb selber ist sozusagen zur League passend. Harbringer Orbs Higher Tier. Reforge a Map Item. As another of a, ah, okay, der Harbringer Orb ist sozusagen das Item, womit man eine Map so verändern kann, dass sie zu einer Map, anderen Map wird. Und Orb of Horizons, Reforge a Map as another item of the same tier. Ah, okay, das eine ist für ein Higher Tier, das heißt, die 1 hoch zu setzen und das andere auf 10. Also da gibt es ein paar neue Items, die sich teilweise auf die Maps beziehen. Und es gibt Harbringer Unique Items, die auch in Fragmenten gesammelt werden können. Also, wie gesagt, ich bin sehr, sehr neugierig auf die neuen Areas, auf die neue Challenge League und in einer Woche geht's los. Ich hoffe jedenfalls, dass alles reibungslos startet und soweit für heute die zweite und letzte Folge für die Legacy League mit einem kurzen Ausblick eben auf Paths of Exile 3.0. Ich finde allein schon diese neue Map genial und einfach sehr, sehr angenehm und übersichtlich.
und mal sehen, wie viele kleinere Effekte, Elemente und so weiter sich dort noch bemerkbar machen. Und ich denke, ich werde auf jeden Fall noch eine kurze Folge sicherlich zum Start wahrscheinlich nicht machen. Danach muss ich sehen, wie viel Zeit ich tatsächlich habe, noch die Videos parallel zu machen, weil ich verfolge noch ein paar andere Projekte. Und auf jeden Fall, wir sehen uns bestimmt bald wieder und viel Spaß euch schon mal mit Path of Exile 3.0. Das ist ja nicht mehr lang hin. Also eine Woche und dann geht's los. Tschüss!